So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, es kam schon sehr lang nichts mehr. Aber wie gesagt, ich versuche es langsam meinen Kanal wieder auf Vordermann zu bringen und deswegen kommen jetzt ganz, ganz, ganz viele Videos am Tag, drei um genau zu sein. Ja, könnte es sein, dass ich ein bisschen gehetzt bin. Das liegt daran, dass ich jetzt gerade vor ein paar Stunden gesehen habe, dass die drei Likes erreicht wurden und ich habe echt nicht mehr damit gerechnet. Das heißt, ich muss es schnell noch ETS aufnehmen und dann alles ganz schnell hochladen und hetze, hetze. Also ich musste noch ETS S2 aufnehmen, rendern und hochladen. Das war's dann eigentlich. Den Rest habe ich alles für heute und morgen gemacht, damit ich dann in Ruhe Zeit habe. Und ja, das heißt, ich werde jetzt einfach ein bisschen aufnehmen und dann, ja. Ne? Also ich spiele mit dem G27 Lenkrad. Und ja, mit der Splatter heißt das, glaube ich, mit der Splatter-Gangschaltung. Das heißt, ich habe auf einer Gangschaltung 1, 3, 5, 7, 9, 11 und auf der anderen 2W6, 8, 10, 12. So, ich werde die mit 2W6, 8, 10, 12 nehmen, weil die anderen brauche ich sowieso nicht und werde das halt Ganze mit der H-Schaltung dann schalten. So, was ich noch kurz machen muss, ist hier das Lenkrad noch richtig festmachen. Das wollte ich ja nicht machen, habe es aber nicht gemacht, fragt mich nicht warum. So. Muss ich vergessen haben. So, dann starten wir mal den Motor. Und ich habe noch keinen Knopf fürs Licht. Ja, das kurz alles noch, weil ich habe auf dem Spielstand noch nie mit Lenkrad gespielt, deswegen muss ich das noch alles einstellen. So, genau. Okay, das ist gesetzt. Warnblinklichtmodi hier. Und außerdem noch Controller-Einstellungen. Ja. So, hier sieht man Bremse. Die bremse ich gerade. Also, ich bremse gerade damit, weil. Ne? So, hier. Das ist nun das 1, okay, das passt. Dann Start so. Mods. Das habe ich bis jetzt noch keinen installiert, das werde ich aber jetzt nach und nach machen. So. Erstmal wechseln, jetzt dürfte ich im zweiten sein. Ne, ich muss die Kupplung drücken. Genau, das bin ich im zweiten, das passt alles. So gut. Ja, wir haben uns jetzt mal mit einem Kredit unsere eigene Werkstatt gekauft. Und mir fällt gerade auf, ich muss noch ein paar Einstellungen am Lenker vornehmen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe vergessen, die Zentrifeder zu aktivieren. So, das habe ich jetzt gemacht. Dann schalte ich gleich mal das Licht an. Das war hier, ne? Ne, hier. Genau. So, weil es ist ja Nacht und dann fahren wir mal los, ne? So, ich weiß, dass ich nicht der beste Fahrer bin. Aber woher soll ich es denn auch können, ne? So. Ist alles selbst gebracht, ja. Ich bin richtig stolz. Fast. So, ja, suchen wir uns auch erstmal einen Auftrag. Auf dem Frachtmarkt. Was gibt's denn da so? So, wir machen natürlich Preis pro Streckeneinheit. 35.000, wir fahren nach England. Das hört sich schon mal ganz gut an als erste Fahrt. Hier im neuen Let's Play, sage ich mal, im neuen alten Let's Play. Ach so, ich muss da anfangen. Ja, dann natürlich nicht. Ja, erstmal mitdenken. So. Ne, ich bin hier. Ich bin in Nürnberg und ich muss hier hinfahren. Ich mache Allgemeinpreis. Geht am meisten hier in die Niederlande oder nach Frankreich. Da bringt die Niederlande mehr, da mache ich das gleich mal. Wahrscheinlich auch die längste Strecke sein. Aber das ist erstmal egal. Ich habe ja Zeit. So. Gut, dann muss ich nach links. Dann muss ich Maus ein bisschen hoch. So. Genau. So, jetzt muss ich mal gucken, damit ich jetzt auch alles richtig treffe. Ich bin ja auch schon lange nicht mehr mit Lenkrad gefahren. Also, ich bin kürzlich erst mit Lenkrad gefahren, aber nur kurz. So, ja, was ich noch kurz sagen wollte. Es wird kein, oder
ganz höchstwahrscheinlich kein ETS 2 MP von mir geben. Ich glaube, das hatte ich schon mal in anderen Playern angesprochen. Aus dem Grund, damit bis jetzt wirklich nur schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also ständig kommt einer und rammt dich und darauf habe ich echt keinen Bock. Ich habe hier nur Bock, das Spiel ordentlich zu spielen und deswegen wird ETS-MP wahrscheinlich nicht kommen. Es ist nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich. Gott, natürlich, wenn ich jetzt, wenn der Wunsch echt groß da ist, kann ich das vielleicht als Nebenprojekt nochmal machen. Aber das wird wahrscheinlich schwer. Oder eben statt dem hier. Oder statt irgendwas anderes, das weiß ich jetzt noch nicht. Das sehe ich dann schon. So. Wo ist es denn hier? Nach Amsterdam. Milchpulver, 22 Tonnen. Ah, ich muss da noch Gang anlegen. So, ich hoffe, man hört das Lenkrad nicht. Das weiß ich nicht, weil ich vorher noch nie mit Lenkrad aufgenommen habe. Sollte so passen. Komm. Und ich habe ihn. Ich fast an einem falschen Gang gerutscht. Im achten. Das passt. Komm. Ja, ich muss noch mich dran gewöhnen, wie stark ich jetzt das Lenkrad drehen muss, wenn ich bei welcher Kurve bin. Aber das ist alles Gewöhnungssache, das kommt schon mit der Zeit. So, ich bin voll, muss auch noch nicht schlafen, alles gut. So, mit dem Mods habe ich das schon angesprochen, damit ich das jetzt in den nächsten Parts machen will, also mich noch drum kümmern will. Jetzt erstmal nicht. Und es wird auf jeden Fall wieder die CSM-Map dabei sein. Na, ich höre noch ein bisschen weiter vor. Ach, scheiße, jetzt habe ich abgewürgt. Was ist das denn? Ach, mach ich rückwärts, das gibt's nicht. Okay. Also, ich bleib jetzt auf der Kupplung, auf der Bremse und drück Gas. Dann gehe ich runter von der Kupplung. Und dann auf die Bremse. Komm, ja. Hui, das war ja schwer. Ich weiß, dass ich jetzt über die rote Ampel fahre, aber ich komme hier nie wieder los sonst. Ja, das liegt zum Teil an meinen Fahrkünsten, zum Teil, dass der LKW nichts kann. So, 90 darf ich fahren. Allgemein ja nur 90 mit dem LKW. So, und da sind wir außerhalb der Stadt. So, als ihr seht, der hat jetzt auch nicht die Mega-Beschleunigung, so, da muss ich mich jetzt halt noch im Laufe der Zeit drum kümmern. Das kommt alles jetzt. Wir haben das letzte Play damit beendet, dass ich. Das war aber knapp. Dass ich mir einen Kredit geholt habe und um mir einen LKW zu kaufen. Ja, das lag einfach daran, dass ich selber keine Lust mehr auf das Let's Play hatte. Und deswegen habe ich das dann versucht, so schnell wie möglich rumzukriegen. Ich glaube, was heißt ich glaube, ich denke, ich wollte da irgendwas anderes machen oder so, was mich gefordert. Ich weiß nicht mehr, was genau. Es gab auf jeden Fall irgendeinen Grund. Bestimmt. Gibt's immer. So. So, im 10. Gang werden wir wahrscheinlich größtenteils fahren, weil. Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht an die Drehzahlbegrenzung kommen. So. Man merkt schon, berghoch bremst, also der ist echt richtig schlecht. Ich denke, ich werde jetzt erstmal auf einen besseren Motor sparen. Damit ich auch mit 40 den Berg hochfahren kann. Das hört sich echt erstrebenswert an. So. Ein bisschen höheren Drehzahlbereich. Dann geht es auch schneller, die Beschleunigung. So, ja, Gesprächsthemen-Video habe ich ja schon hochgeladen. Das gilt natürlich auch für ETS 2.
bauchig. Also, das ist ein Spiel, wo man besonders viele Gesprächsthemen braucht, weil man halt einfach nur monoton rumfährt. Und sonst, ich komme jetzt nicht mehr, aus dem G8 raus, ja toll. Und sonst, ja, gibt es eigentlich nichts zu sagen.